Und ein Feuerzeug in der Hand. Ich wusste es. Auf dem Video waren sie oben. Das zweite Artefakt. Da unten haben wir gebaut. Geht das von hier? Ja. Zumindest ich sehe es. Oh lol. Von vorne sieht man sicher auch. Guck hoch. Das war nicht. Sagten ja, dass man mit dem zweiten Artefakt ein Flugzeug zum Absturz bringen kann. Klick bitte noch nicht. Da unten ist unser Lager. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber entweder wir lassen noch ein Flugzeug abstürzen und können so deinen Sohn retten. Oder wir schalten es aus. Ich kann nicht ein Flugzeug abstürzen lassen, wo ein Kind mit 4 Jahren, 7 und 9 drauf ist. Ich opfere 3 Kinder, um ein eigenes zu retten. Ja. Dann auch die Entscheidung treffen. Treffen wir die Entscheidung. Denn auf der einen Seite habe ich schon genug Mutanten getötet, wessen Ursprung wir eigentlich kennen. Was denkst du, wie lange Megan gelebt hat jetzt? Was denkst du, warum unser Flugzeug abgestürzt ist? Dann stecken wir halt nach wie vor weiter in der Schleife fest. Wir machen das mit denen, die nächsten machen das mit unserem. Mit unserem, mit deinem. Kommt drauf an. Das Problem ist. Also, guck. Megan hat gelebt. Das heißt, jemand war hier oben und hat den Knopf geklickt, dass unser Flugzeug abstürzt, damit sie Megan retten können. Die Eltern sind aber wahrscheinlich vorher gestorben und sie war alleine. Und was tun wir? Tun wir dann das Gleiche? Wir haben die Möglichkeit, entweder die Endlosschleife weiterlaufen zu lassen, indem wir das Flugzeug wieder abstürzen lassen. Wir sterben und die Nächsten das Gleiche tun. Oder wir schaffen es und dann haben wir ein lebendes Kind. Und die abgestürzt sind, was machen die dann?
Die werden wir wohl wahrscheinlich killen müssen. Wir töten ein ganzes Flugzeug. Ich kann kein ganzes Flugzeug mit Menschen töten. Ich schaff's ja nicht mal, 3 Kinder zu töten. Das ist 4 Jahre alt. Ich schalte den Scheiß hier ab. Hä? Lol. Aus, oder? Ich hab's schon gedrückt. Nur noch du musst. Ist Eis. Down fertig. Wenigstens konnte ich ein bisschen Devil's Advocate spielen. Teufelsanwalt. So viel Latein verstehe ich. Stream und vielleicht auch YouTube, wenn ihr ein anderes Ende wollt, dann müsst ihr das Spiel selber spielen. Ich entscheide mich für das Richtige. Für das für mich Richtige. Und wenn ihr im Stream damit ein Problem habt, bin ich vielleicht der falsche Streamer. Ich kann nicht Menschen töten, nur um einen Menschen zu retten, auch wenn das mein Mensch ist. Das ist nicht richtig. Am Ende befinden wir uns in einem Kreislauf. Weil irgendjemand die falsche Entscheidung auch schon getroffen hat. Es hat keinen Sinn. Irgendwo muss es ein Ende haben. Und dann bin ich halt der bessere Mensch. Das Einzige, was mich an der Stelle stört, ist, Peter hat ja Timmy entführt. Er hat Peter gesteuert oder kontrolliert. Wer hat Peter befohlen, Timmy zu... Ich denke, dass Peter Megans Vater war. Wie geht's nicht weiter? Sogar ein Feuer. Bitte was? Ich hab gefragt, ob du gerade ein Feuer machst. Ich habe machen. Brauchst du ein Feuer? Nein, ist gut. Lass uns kurz vorlaufen.
Hier springen die uns raus. Ich vermute es. Ich spreng's mal auf, ist gut. Gar kein Ja. Ja, ja, mach das. Hier geht's raus. Ganz kurz das andere noch angucken. Ich bin für das Story doch ein bisschen verstört. Ehrlich zugeben. Auf der einen Seite finde ich es schön, dass man einem die Möglichkeit gegeben wird, zu entscheiden, was man tut. Auf der anderen Seite finde ich schade, dass es überhaupt direkt so weit gekommen ist, dass wir. Nochmal eine Tür. Hast du noch Steine? Steine, ja, habe ich dabei. Leg sie mal drauf, bitte. Scheinbar nicht von dieser Seite. Kann dir die Steine bzw. Totenköpfe geben? Ah, ich sehe es gerade, ja. Okay. Nein, passt schon. Passt sogar. Ich habe auch Steine, es geht gar nicht. Könnte der andere Weg gewesen sein. Gab doch noch einen anderen Weg ganz am Anfang in der Höhle, den wir nicht gingen. Heftig. Rest in peace, Timmy. Ist ein Flugzeugteil. Leuchtpistole.
Hast du es markiert? Gut, danke. Zurück ins Lager und die Situation. Keine Ahnung. Eigentlich bewusst weit entfernt wir vom Eingang sind, dass wir diese Hälfte nie wirklich erkundet haben. Doch, ich bin mal oben durchgelatscht, aber hab das nie entdeckt. Weil er nämlich seine Frau auch tragischen Unfall. Scheiß Klatsch- und Tratsch-Magazin redet von Exposed. Unsere Frau, meine Frau meinst du? Tja, YouTube-Stream. Dann machen wir hier mal das offizielle Ende von The Forest. Vielleicht gibt es noch einen weiteren Stream, weitere Folgen, wo wir bauen. Ein paar Waffen sammeln. Ich meine, die Pistole haben wir noch nicht geholt. Vielleicht irgendwann mal zu 8 oder mit 4 Leuten. Mal schauen. Gut, dann sage ich, ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns wahrscheinlich in den nächsten Folgen, wo es noch ein bisschen lockerer zu und her geht.